Guten Abend, meine kleine Freund. Nun haben die Geschichte von Tante Anna. Guten Abend, liebe Tänja. Nun seid ihr gemütlich an, nun werden wir weiter die Geschichte hören. Wir werden erst den Vers aus Sprüche 17, Vers 17 lesen. Da steht so geschrieben: Ein Freund läuft alle Zeit, und ein Bruder ist für eine Nöte geboren. Liebe Tänja, wie lautet bei euch? Habt ihr auch Freund? Habt ihr gute Freund? Kannst du mit deinem Freund auch spielen? Und wie ist das mit deinem Freund, wenn du einen hast? Ist das dann auch ein rechter Freund? Kannst du die ab einem auch verloten? Ich will dir eine Geschichte vertellen von dem Peter. Ja, der Peter, dort wird Claudia ihr Freund. Dort wird ein Bett kleine Tänja. Die spielen immer Typ. Wenn sie ein Oberstänja werden. Bloß der Unterschied wird, dass Peter... Die werden geraterer Jung und sturter Jung. Und die Claudia, dort wird ein bisschen kleiner, mehr. Und dort wird nicht so sturter. Aber die spielen immer schon Typ. Sie können einen sonnkosten Typ spielen. In der Winter dort sogar einen Schneutyp spielen. Und sie fangen dort immer ganz lustig, wenn sie können Typ spielen und auch Typ singen. Und Claudia freut sich immer, wenn Peter ne ankommt spielen. Ein Tag, dann hat er so geschneit. Jo, sogar die Äste bei den Bäumen, die werden schwer mit Schnee beladen. Alle Wind lag ganz tiefer Schnee. Über das ganze Land wird es wird und wird und wird. Jo, der Peter, der kommt zu Claudia und sagt zu Claudia: Claudia, komm! Wir werden mit den Schläden fahren. Ganz weit weich werden wir fahren. Seht ihr mal, wie weit dort wird laut. Dort laut so schmack. Komm. Jo, Claudia wird Fuß einfach tun. Sie gehen im Stuhl und holen dem Schläden rüt. Und dann sagt Claudia sich dann ab und Peter deut dem Schläden tragen. Und dort wird sein stolzer Jung, dem fällt es nicht schwer, das leichte Mädchen zu tragen. Und so ran die über das weite Feld. Und dort Mädchen, dort schrie ich Eugel: Peter, du nicht so pinig, du nicht so pinig. Aber Peter, der will einfach wissen, wenn stolzer Mann heu wird, und wie pinig heu können ran. Ab einmal, dann tschäb die Schläden wörtlich um. In Claudia, die fall ein däupet Schnee. Jo, dort Schnee wird weht, und dort wird kalt. In der Claudia, die Kleine, die können dann nicht rüter, die wird das so däup eingefallen, dann können die dann nicht rüter. Dann schrie sie: Help me, Peter, help me, ich kann hier nicht rüt. Ach, sagte Peter, schrie dann nicht so sehr, verseht doch, Leute, selbst ab der Stunde. Und dann kommst du rüt, dann kommst du mir noch. Ich geh schon mal weiter. Und dann nahm der dem Schläden, und dann ran der wieder. Und dort Mädchen, dort wird nicht so erstortet, dort schrie ich in dort. Und Peter, der fuhrt einfach wieder. Heute dacht, der Mädchen muss sich auch selbst nochmal anstrengen. Aber dort Mädchen konnte einfach nicht rüt. Dem hier leid, da kommen noch andere Lied in den Darb. Vorbei und dann sagen die, wie die kleine Mädel durch den Schnee zabelt. Ja, sie wird allmest bleib gefroren. Sie wird sogar krank geworden. Und dem Peter, dem deutet auch Leute nur her, dort ist so ein schlechter Freund gewasst wird. Ja, die Claudia, die wisst nu. Ihr Freund, der wird nicht so trüge gewasst, als was sie immer gedacht hat.
Und was passiert mit dem kleinen Peter Luther? Jo, davon will ich euch ein Gedicht erzählen. Gefroren hat es heuer, noch gar kein festes Eis. Das Büblein steht am Weiher und spricht so zu sich leis. Ich will es einmal wagen, das Eis, es muss doch tragen. Wer weiß? Das Büblein stampft und hacket mit seinen Stiefelein. Das Eis auf einmal knacket und krach, schon bricht es ein. Das Büblein planscht und krabbelt, als wie ein Krebs, und zappelt mit Arm und Bein. O helft, ich muss versinken in lauter Eis und Schnee. O helft, ich muss ertrinken in tiefen, tiefen See. Wär nicht ein Mann gekommen, der sich ein Herz genommen, o weh, der packt es bei dem Schopfe und zieht es dann heraus, vom Füße bis zum Kopfe, wie eine Wassermaus. Das Büblein hat getropfet, der Vater hat geklopfet, es aus, zu Haus. Ha je verstohn? Wot mit dem Peuter passieren deut? Heu wird sein Brover jung, heu wohl bedot is utpröven, os dort als Stortje nüch wird. En an fall doi do nähen, en an schrisch heu so ene help. En wann dann nicht wird ein Mond do vorbeigun, dann wurde er vielleicht verdrunken sein, aber der Mond hol dem da rüt. Heu wird not, os ne müs. En dann brachte Mond dem ne Hüs und an deute Pape am noch Strufen dafür. Jo, se kon dort noch mal passieren. Gestern dann schrie Claudia ne Help, und von dir dann schrie Peuter ne Help. Von dir es Peuter en Is nähe fallen und wird meist verdrunken, wenn nicht der Mond wird gekommen und am geholfen hat. Und wollt ihr werde ganz bester Freund es, wo uns niemals nicht am Stich lädt? Richtig, dort es uns der Herr Jesus Christus. Heu habt uns immer in alle unsere Nöte. Heu es der bester Freund in alle Tiet. Du wein, weil wir alle Menschen helfen, die in Nöte sind. Kreize, wir uns lieber Freundet tät, der Herr Jesus. Wein, heu seicht seine Jünger. Und wer je wählen, dort jünte Menschen dünn, so dort den's auch. Und nu wähl wie töp beten. Gröter Gott, verzeih uns, wann wir andere Menschen nicht geholfen haben, aus so ernöt werden. Wir wählen dort von dir und beten möchten. Und immer halten, wenn irgendwer ne Help schricht. Halb uns dabei, lieber Heiland. Amen. Schaurig und kalt und gemütlich sieht es hier aus in der Welt. Nichts macht den Menschen mehr glücklich, Ansehen, Mode und Geld. Unzucht ein Meer ohne Ende, Satans Kult macht sich auch breit. Aufruhr und Mord keine Wende, Sünder ringsum nah und weit. Wann wirst du kommen, mein Retter? Wann werde ich sein auf immer bei dir? Hart tobt der Sturm und das Wetter, wollen jetzt machen ein Ende mit mir. Das wird die Kenia-Andacht über das Buch Denn ihrer ist das Himmelreich von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht. Gute Nacht.